Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda mit mir, Wolf im Kabit. Und ja, wie ich jetzt rausgefunden habe, ist die einzige Option, die wir da wirklich haben, quasi durch die Wand zu marschieren. Bin ich da. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Sollst da nicht kämpfen, sollst das Ding da aktivieren. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Na natürlich. Wollte man einfach mal smart sein und seine ganzen Teamkameraden außen vor lassen, damit die eben nicht die Gegner triggern. Und diese scheiß Tentakelsonde schafft es dann trotzdem. Och nö, Jungs. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Bleibt ihr auch da unten? Ihr bleibt da unten, das ist gut. Vorfahre, ja. Nee, du willst hier nicht hin. Na toll, jetzt sind... Wieso? Naja, vielleicht haben wir ja Glück und es geht so. Na, bleibt er da unten? Tut er. Sehr gut. Ja, Dreieck wissen wir. Lade Munition da! Ruhe. Bleib unten, bitte bleib unten. Gott sei Dank. Nehmen jetzt aber einfach mal die hier. Das könnte sogar so auf diese Art und Weise funktionieren. Nimmt der überhaupt Schaden?
Okay, das Einzige, was das wirklich bewirkt, ist, dass die Viecher neu spawnen. Na toll. Einmal HP. Einmal Munition. Ach nö! Wieso? Hä? Genau. Okay, sobald ich mich bewege, ist es aus. Zerstörer! Bin unterwegs. Das ist gut. Dann brauchen wir die hier. Vielleicht kann ich mich ja vorbeischleichen. Nein, 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 Jungs. Mach keinen Scheiß. Bleibt der stehen? Scheiße. Ist ja gut. Wirklich, was er bringt, ist aber fraglich. Wo ist er denn? Da ist er. Tja. Na, scheint Schaden zu machen. Zwar nicht viel, aber immerhin, ne? Oh.
Aua. Wo bist du denn her? So, egal wo ich dann hinschieße, ne? Ja, ist okay. Naja, doch, langsam, aber stetig. Oh Gott, das ist ja echt der stete Tropfen höhlt den Stein. Sobald er mal anfängt loszuholzen, ist er vorbei mit uns. Das ist das Problem. Halt so, ne? Na toll, sind doch noch beide platt. Komme ich von hier aus dran? Nein, 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 böse. Deckung! Geh doch raus! Hau dich doch hin! Oh, so ätzend. Ja. Der ist uns nicht entgangen. So, ätzend der Deckung hier. Wie könnt ihr denn in Deckung gehen? Am besten da, ne? Ich meine, es ist auch ziemlich doof, dass ich Vetra noch nicht geskillt habe. Die könnte nämlich noch ein bisschen mehr. Sind schon beide Geschütze weg? Scheint so. Nee, hat er nicht. Hi. Na, klasse. Jetzt ist er getriggert worden. Ja. Können wir neu laden. Spiel laden. Automatisch speichern, bitte. Können wir Fähigkeiten? Vetra. Erfordert Energiepanzer, okay. Gesundheitsschwelle. Sieht doch da so ganz gut aus. Was haben wir hier? Energiepanzer. Erfordert Turbolader. Aktivierung von der Energiepanzer lädt Turbolader sofort auf. Das ist ganz nice, würde ich sagen. Was haben wir denn sonst noch? Betäubungsschuss. Dorianischer Schmuggler. Erhöht den erlittenen Schaden pro Schuss um 5%.
Auch nicht schlecht. Waffenausbildung, Fokus. 30% Kräfteeffekt dauern. Nehmen wir das. 20% Waffenschaden. Nehmen wir den hier. Pro Schuss. Gegen Schilde 10% Waffenschaden. Klingt das, glaube ich, ganz nice. 10 Punkte haben wir noch. Turbolader. Was können wir denn bei Drag noch machen? Okay. Flakkanone, kroganischer Krieger. Waffenausbildung, überwältigen, Präzision. Kräfteschaden. Bonusschaden gegen Panzerung. Nehmen wir die. Der Rest kommt später. Flakkanone. Radius, Flächenschaden, Flächenstärke. Betäubungsdauer. Das ist gut. 13 Punkte. Bestätigen, beenden. Bestätigen. Gut. Okay, die bleiben jetzt beide da stehen. Dann kümmere ich mich währenddessen mal um den hier. Ach, geh weg. Jetzt einfach nur den da besser treffen würde. Warum nehme ich eigentlich das Scharfschützengewehr? Oh, die machen aber bedeutend mehr Schaden als vorher. Ja. Ich da auch einmal weniger Schaden dran, ist klar. Schießen wir halt erstmal das da weg. Machen wir. Zwei Schuss haben wir noch auf der Knifte. Na, da haben wir doch den Spot. Ja, und jetzt heißt es langsam runtergrinden.
Und jetzt, wo die beiden Teammates hier sogar halbwegs was können, scheinen die mir ja recht effektiv die Jungs vom Hals zu halten. Chess 4 einfach nur nicht triggern. Ab und zu treffe ich da ja mal einen Schwachpunkt, aber ich habe keine Ahnung welchen. Wir können aber zwischenzeitlich noch die hier leer schießen. Nachher die Schrotflinte. Okay, wenn ich also hier die zielsuchende Kugel da einsetze, keine Ahnung wie sie heißt, während der Heini da drauf, also unser Tentakelmonster noch da drauf schießt, dann gibt das Sonderschadenspunkte, so wie ich das verstehe. Na ja, komm, lad die nochmal durch. Nehmen wir wieder die hier. Mein Gott, dauert das lange. Na, immerhin schmilzt die Panzerung schneller als seine Energieschilde. Macht die Schrotflinte jetzt vielleicht wieder mehr Schaden? Naja, nicht wirklich, ne? Ich meine, es ist so gerade tierisch langweilig, aber wir können, glaube ich, echt froh sein, dass dieser Bug hier so funktioniert. Ich habe aber irgendwo noch gelesen, dass es wohl eine Art Raketenwerfer gibt, die Dinger relativ, der sehr effektiv gegen die sein soll. Meine Forschungspunkte habe ich ja ohne Ende. Aber mal gucken, ob wir da einen freischalten können. Ist er platt? Ich glaub's nicht. Hier ist Geschichte. Geschafft. Ich fass es nicht.
Will ich speichern? Ich kann speichern. Sofort speichern. Jetzt kommt's. Wenn man bei einem Relikrätsel versagt, dann spawnt wieder ein neuer. Das wäre natürlich mal ultra fies. Relikkonsole. Okay. Wobei, das ist ja ein relativ einfaches, ne? Nee. Tja. Mechanismen werden aktiviert, aber ich kann nicht sagen, was sie bewirken. Das ist gut. Keiner. Zurück an die Oberfläche. Hört sich auf jeden Fall schon mal gesund an. Munition, okay. Was ist hiermit? Bräuchte ich hier auch mal wieder so ein Tentakelvieh, ja? Sieht aus, als bräuchten wir dafür einen Beobachter. Ah. Kriegen wir den her? Weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich Lust habe, noch weiter nach den Beobachtern zu suchen. Na doch, wo ist einer? Aber der kommt wahrscheinlich nicht mit, oder? Da bin ich ja mal gespannt, was das jetzt alles gebracht hat. Aufi! Ich soll sagen, die Reliktrüstung ist schon geil. Sie gefällt mir ja immer wieder aufs Neue ganz gut. So, und was hat's jetzt gemacht? Hier scheint soweit sonst irgendwie nichts zu sein oder was Besonderes. Hier oben scheint alles unverändert zu sein. Bist du sicher, dass wir die Fräse aktiviert haben? Die Mechanismen liegen tief unter der Erde, weshalb die Auswirkungen nicht sichtbar sind. Im Laufe der nächsten Monate wird die Helium-3-Produktion jedoch drastisch ansteigen. Okay. Nicht schlecht für einen Planeten, den wir schon abgeschrieben hatten. Tja. Gut, das war Mass Effect Andromeda für heute mit mir, Wolf vom Kabit. Ich bin heilsfroh, dass ich endlich dieses komische Vorfahrengerät da plattgeschossen habe und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Wolf vom Kabit. Ciao, ciao.